Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Let's Play Path of Exile Scourge Liga. Wir sind mit einem Shield Rush Charakter unterwegs, Shield Ansturm auf Deutsch. Und der macht schon recht viel Schaden. Der Schaden wird halt mit einem besseren Shield immer besser. Ich habe jetzt einen blanken, blöden Bretterschild. Wie heißt der? Gesplitterter Turmschild. Aber für mich sind's Bretter. Das könnte man auf eine Tischplatte oder Ding machen. Das ist wie ein Tisch. Aber es gibt ja auch Türen. Ich zeige das euch eventuell, wenn ich es nicht vergesse. So Türen, Schilde. Sind recht cool. Also das Setting so ein bisschen Piraten-ähnlich oder ja, Steampunk-ähnlich ist natürlich schon ziemlich cool. Ich mag Path of Exile so, wie es ist, eigentlich sehr gerne. Ich bin einer der wenigen Spieler, die auch wirklich dranbleiben und immer wieder spielen. Letzte Liga habe ich am Ende jetzt nicht mehr so oft gespielt, weil auch die Zuschauerzahlen bei Twitch jetzt nicht immer gut sind von Path of Exile. Andere Games, zum Beispiel Roblox und Minecraft, so 10 Zuschauer. Und hier bei Path of Exile 2 oder 3. Und das lohnt sich halt nicht zu zeigen. Da müsst ihr zuschauen, damit ihr das auch dann sehen könnt. Weil Content, wo niemand zuschauen, mache ich nicht. Breche ich ab. Also ihr seid dafür verantwortlich, was ich spiele. Ich bin interaktiv und nicht irgendwie einer, der das macht, was er will. Ich will es, also ich brauche es nicht. Ich muss nicht das machen, was ich will. Ich muss das machen, was ihr wollt. Weil ihr seid die Zuschauer und nicht ich. Das mögen viele, ja, Livestreamer und Let's Player natürlich nicht. Deshalb machen die es ja auch nicht. Aber ich mach's, weil ich möchte eure Erfahrungen sehen. Ich möchte die Spiele spielen, die ihr wollt. Und das ist sozusagen mein Vorteil, hoffentlich irgendwann mal, wenn ich mal ein bisschen beliebter werde. Aber scheinbar, ja, mache ich ja zu wenig Werbung und deshalb werde ich eigentlich nicht beliebter, sondern eher, ja, verliere manchmal ein paar Leute wieder. Also ich verliere meistens so gleich viel, wie ich wieder bekomme. Oder die Neuen kommen gar nicht so richtig zu mir und sagen, also sagen nicht, aber sie schauen dann einfach nicht regelmäßig und hauen dann wieder ab. Das ist einfach, weil ich kaum Werbung mache. Und eventuell ist es auch deswegen, weil ich natürlich ein bisschen die Spiele unter Kritik setze, also ein bisschen Kritik über die Spiele mache. Aber wenn jetzt so ein Spiel wie Path of Exile so gut ist und mich nicht stört, dann sage ich auch nichts. Aber ich sage halt gerne wirklich das, was ein Spiel betrifft. Wenn irgendwas nicht gut ist, sage ich es auch. Weil viele YouTuber und Livestreamer, also Twitch-Livestreamer und so, die loben immer die Spiele in die Hölle, also in den Himmel. Und das ist für mich immer ein falsches Bild. Weil die Spiele, ich sehe, ich merke, wie die Spiele so ticken. Die sagen halt das nicht gerade so wahrheitsgetreu. Ich weiß, wann sie lügen und wann sie gelangweilt sind. Ich merke das. Das können halt viele auch nicht merken. Viele kennen sich halt, das kennen andere halt nicht so gut. Das ist Körperdeutung und das wird so langsam geht das in der Moderne langsam zugrunde, zur Neige. Also die Leute wissen gar nicht mehr, was wie der andere tickt. Und das ist schade. Weil so kommt natürlich immer mehr, ja, diesen, ja, nicht sozial, nicht Freundes Ding auf oder nur noch Fangehabe oder so. Wieso werden Leute, die schon Multimilliardäre sind oder Multimillionäre eher bei Livestreamen, wieso werden die so unterstützt mit Geld? Aber die Armen, die sogar vielleicht noch besser sind, die werden nie mit Geld überhäuft. Finde ich echt schade. Weil zum Beispiel ich, der extrem auf Politik und so macht, also gerne politisch sich einsetzt für den Weltfrieden, für den Naturschutz und alles Mögliche, brauche sehr viel Geld.
Aber ich bekomme keinen roten Rappen, keine Spenden seit 2 Monaten. Weil ich eine große Pause natürlich gemacht habe durch die WLAN-Probleme. Aber gut. Ich musste es ja machen. Ich hatte ja kein Geld für ein neues LAN-Kabel. Also beziehungsweise, ja, dass ich das LAN-Kabel auch durch meine Wand durchbohren konnte und alles mögliche. Ich musste immer WLAN benutzen und nicht LAN. Jo, so habe ich natürlich nie livestreamen können. Jetzt kann ich livestreamen und werde halt nicht mehr unterstützt. Ich hätte schon 2014 beginnen können mit Livestreams, wirklich. Aber hatte halt immer schlechtes Internet. Immer Unterbrechungen, ich bin immer aus dem Spiel geflogen. Weil das Spiel natürlich immer will, dass wir mit dem Internet verbunden sind. Mit einem WLAN, wo nicht richtig die Daten sendet, kannst du halt nicht livestreamen oder Videos hochladen. Deshalb ist so wenig gekommen vor 2 Monaten. Aber gut. Ich meine einfach, ja, eben, die Leute lernen langsam, was sie eigentlich machen müssen. Machen nur noch alles als Spaß und dann unterstützen sie halt die Großen, die irgendwie auch die ganze Zeit Zeit haben zu livestreamen den ganzen Tag, nichts anderes machen. Also viele Livestreamer, die über 10.000 Follower haben, die machen nichts mehr anders als den ganzen Tag zu zocken oder wenigstens den ganzen Abend, aber ist natürlich schon ein bisschen doof, wenn man jetzt als Neuling gar nicht mehr nach oben kommt, weil er alle bei den ganz Guten oder bei den ganz Erfolgreichen hocken. Die brauchen keine Unterstützung mehr. Nur zuschauen und nichts spenden. Und den Armen mal irgendwie etwas machen. Nö. Ist leider so, also. Kann halt einfach auch nichts machen dagegen. Also Lavaschlag brauche ich nicht mehr. Oder ja. Ich mache mal das so, ich habe einfach zu wenig Sockel. Verbindete, verbundene Fassung. Gut, haben wir da irgendwas noch Neues? Nee. Ja, die Leute sind nicht mehr so aktiv in der Rede. Nach 2, 3 Tagen schon wieder verloren, die Interesse. Naja. Wir haben keine roten Sockel 3. Ist noch ein bisschen zu früh. Naja, machen wir einfach so weiter. Irgendwie im Lager tut es immer ein bisschen ruckeln. So Lagspiken wegen den starken Animationen der Leute. Also viele haben so, ja, weg. Also, ja, die Unterstützung von den Ligen, diese Packs, haben dann diese Mega-Animationen von irgendwelchen, ja, Viechen, Geister, die immer wieder auftauchen. Und die verbrauchen ultra viel Performance. Spiel kommt nicht so klar mit diesen Sachen. Finde ich echt schade, dass das überhaupt aktiv sein muss. Weil eigentlich ist es ja nur zum Zeigen. Ich habe hier ungefähr 200 Euro ausgegeben für diesen Liga-Content. Spiel strotzt so von Sachen zum Angeben. Also da könnt ihr unglaublich viel Geld ausgeben, um irgendwelche optischen Sachen zu kriegen. Ich kann ja mal das ausrüsten, um zu zeigen. Das war damals, als ich dachte, ja, der Entwickler wird noch nicht so erfolgreich. Ich unterstütze ihn mal. Aber ja, das mache ich natürlich von längerer Zeit nicht mehr. Kosmetik kaufen. Also viele Sachen sind natürlich kostenlos. Machen wir den Frosch noch. Ich habe zwar 2. Ja, komm, 2 Wölfe sind schöner. Dann habe ich hier leider keine Nahkampf-Spells. Alles mit Nutzung auswählen. In Nutzung. Portal ist halt nicht in Nutzung, sondern wird dann ausgewählt. Rausgewählt, so.
Also das, ja, das ist das Infernal Set, das ist eines der ältesten Sets, also optische Sets. Und ja, wieder genug Style. Es reicht. Neuere Sets, also neuere Kosmetik-Sets sind natürlich schon viel schöner. Aber das ist so ein bisschen Nerdhaftigkeit. Deshalb trage ich es so gerne. Das zeige ja auch der Drago, der hat Flügel und ja, ist unter Feuer. Es passt so. Ich komme hier nicht durch, schade. Jetzt hier noch kurz oben durch. Ja, vielleicht habt ihr schon gesehen, ich kenne mich ein bisschen aus, wo ungefähr die Enden sind von dem Level. Der Ausgang ist und so. Das ist einfach, weil es natürlich noch die gleiche Mechanik ist wie bei Diablo 2 und das habe ich ungefähr 14 Jahre intensiv gesuchtet und eigentlich 20 Jahre immer wieder gespielt. Jetzt langsam bin ich nicht mehr so Diablo 2 Fan. Also langsam gehen die Mods zur Neige. Also die Mods werden so langsam nicht mehr weiterentwickelt, außer Median. Und deshalb bin ich auch raus. Ich bin halt ein Modded-Zocker für solche Spiele, aber in Pass of Exile sind halt Mods nicht möglich, weil es online ist. Außer Sacred 2 und ja, sagen wir Sacred 1, Reborn, die spiele ich noch gerne. Oder den Grim Dawn mit dem Diablo 2 Mod zum Beispiel. Ja. Ah, Titan Quest, genau. Und Titan Quest spiele ich intensiv Mods, also richtig Hardcore Maps, Mods, ja, Map, also, wo die Map überarbeitet und den Skilltree. So, Brutus, wo bist du? Brutus ist der erste Zwischenboss. Also, es gibt meistens einen Zwischenboss und einen Aktboss. Wo tauchen denn die wieder auf? Da unten? Hä? Vielleicht sind die einfach von unten gekommen oder der hat sie beschworen. Die wurden recht stark, die Devolutionisten. So langsam muss aber ein besser Schild herkommen. Ja, es hat schlechtes E-Level natürlich mit Level 1. Ich glaube, wir müssen einfach ein neues Schild holen. Wir machen das jetzt kurz. Wir kommen ja sowieso gut voran. Das ist erst Part 2 Mitte. Und ich bin schon bei Brutus. Ja, ich mache halt schneller. Also, ich bin nicht ein. Gerne Rusher, aber einer, der ein bisschen schnell durch die Gegend läuft und alle Monster killt. Shit, hat's nicht so gut, so also viele. Farewell. Ja. Hello. Sehr gut. Be well. Also, dann haben wir wahrscheinlich Essenzen. Ja, die nicht so gut sind. Leben. Oder was ist Schild? Ist das Schild nicht Waffe? Ja, dann machen wir hier mal Leben. Ja, 12 Leben. Gut, also gehört zur Rüstung. Und jetzt sollte man eigentlich mehr Schaden machen. Versuchen wir einfach mal. Ich glaube, das Schild. Ja, das Schild nehmen. Kurz verkaufen. Für neue Charaktere, ja, dann hole ich einfach ein neues Schild. Okay, den haben wir schon. Schauen wir mal kurz. Ich glaube, die werden nicht besser sein. Ja. Hat weniger Angriffsgeschwindigkeit. Das ist aber Wechsel-Unique. Hm.
Ich finde es doof, dass die Tash-Tabs nicht von der letzten Liga umgesetzt werden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das reintun soll. Zum Beispiel Nahkampf zu UU-Umtausch-Unique. So. Ah, Umtausch-Unique. Reinlegen. Die tue ich umtauschen 5 zu 1. Das sind die Uniques, die ich dann. Ja. 5 Uniques zu einem zufälligen Unique umtausche. Oder auch andere, also 3 zu 1 geht, glaube ich, noch in den Tempeln. Irgendwie so etwas. Oder 1 zu 1 in den Synergy. Ja. Wie sagt man denn? Wo einfach die Synergy-Mitglieder dann auf uns warten und ja, diese Dienst anbieten. Manchmal habe ich das Gefühl, die Schockwellen werden treffen, nicht den Gegner. Kann einfach sein, dass etwas dazwischen ist, aber ja, muss noch besser werden. So, wir nehmen jetzt das Schildnot, weil wir haben ja jetzt eigentlich ja ziemlich Mana. Auch nicht so schnell diese Nutz. Okay, Frostnova ist noch nicht so gut. Ja, das heißt Eisnova in diesem Spiel. Hey. Nicht den Weg blockieren hier. Türsteher da. Ja. Bringt da nicht viel mehr Schaden. Manche Gegner sind am Anfang noch ein bisschen zu zäh. Bitte, ja, bist du ja stärker. Aber die Gegner werden halt auch stärker, also weniger zäh, dafür stärker. Und ja, die Endbosse sind natürlich trotzdem noch mega zäh, ist klar. So, Brutus kommt, Brutus. Your brawn is about to meet its Ja, match. und Petey. Deshalb nimmt man die Tricke mit, weil das ist ein extrem langer Weg. Jetzt ist er eigentlich schon fertig. Aber er nervt halt immer wieder, wenn man ihm immer wieder muss gehen. So, brüderlich. Brutus. Brüderlich. Nein, nicht das einsetzen, das macht Aua. Ja, der Schaden ist natürlich nicht so groß jetzt momentan noch. Das ist einfach, dass das ein Shade-Skill ist und deshalb gar nicht so viel Schaden. Weg. Ja gut, wir haben auch gute Lebensregeneration. Ist gar nicht so schlimm. Aber ja, von den Baits, die ich jetzt. Die drei Baits, die ich jetzt schon also gespielt habe mit dem, ist das der langsamste Brutus-Killer momentan noch. Aber dafür sind wir ja mit gut AOE ausgestattet und ja. Ist natürlich schon praktisch. Aber einfach gegen Bosse machen wir noch nicht so viel Schaden. Das wird erst. Der droppt immer so langsam. Gut, das haben wir geschafft. Jetzt haben wir auch den Bewegungsskill. Sprunghieb wahrscheinlich. Kann das sein, dass. Dass es keine anderen Bewegungsskills Stärke gibt? God hasn't abandoned us. The warden's. Ich muss mal schauen, ob das Schild anstürmen, genau. Ich nehme den und.
Sprunghieb ist zwar auch schnell. Ja, wir nehmen Sprunghieb. Weil für andere Beats, die brauchen Schildansturm für die Fortify. Wir haben es gebraucht. Obwohl, zweimal so früh wie die Herstellung, aber so schwach. Eben nicht. Oder ihr tut Fortify nehmen. Benutzen wir zwar auch, aber wir tun sozusagen das mit der Attacke auslösen und nicht mit dem Schildansturm. So, ein besseres Schild, sehr gut. Und so diese zwei Sternringe sind noch nicht aussichtbar. Sind aber Level 20. Falsche Sockelfarbe. Okay. Fertig. While we live, we are blessed. Jetzt können wir noch ein bisschen weitermachen. Gehen wir noch zum Friedhof. Schiffsfriedhof. Ja, machen wir schon viel mehr Schaden. Durch die bessere Rüstung. 60, okay. Wir brauchen Schäde wirklich mit Rüstung. Erhöhte Rüstung. Jetzt muss ich aber kurz noch die Fähigkeit richtig lesen. Also es ist wahrscheinlich abhängig von der Rüstung auf dem Schild. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ist es? Ist nicht diese Spell. Ich glaube, das ist nur Shade Throw. Ja. Also Spellfähigkeit. Keine Ahnung. Aber ja, wir machen dann später viel Schaden mit diesem Angriff. Auch gegen Bosse. Ja, der Crush, deine Grausamkeit, der macht ein bisschen richtige Stärke. Ist zu sehen. Crush. Der ist so geil, der Schrein. Man sieht es gar nicht mehr, nicht so, aber wir machen Knockback. Ja, stoßen die Gegner zurück und die Betäubungs. Dauer ist erhöht, sehr gut. Zwar wirklich nicht gerade so effizient, weil er nicht mehr Schaden macht oder so. Bietet, oder Schnelligkeit bietet, aber dafür ist einfach geil, weil die Gegner so richtig weggeschoben werden später. Der levelt wahrscheinlich auch mit, also wenn wir was in höheren Maps haben, wird der Stein wahrscheinlich auch ein bisschen stärker. Oder wir sind einfach dann stärker oder, und machen deshalb mehr Knockback. Und Betäubung. So, jetzt nehmen wir die Schildnutz, damit wir natürlich auch mehr Schaden machen pro Blockchance. Sehr wichtig am Anfang. Bis zu 20 oder 30% mehr Schaden. 29, okay. Keine, doch extra Chance auch noch. Oh nein, ist schon drin, weil es ja blau ist. Ist schon drin, 29 oder 26 wahrscheinlich im Grund. Mit einem weißen Schild. Diese Art. Okay. So, und dann sind wir auch mit dem zweiten Part schon mal so weit fertig. Im dritten Part besiegen wir wahrscheinlich Merwell. Ja, definitiv. Der Akt 1 Endboss. Und sind dann in Akt 2. Aber ich sehe jetzt gerade das Waypoint nicht. Hier oben, okay.
Ja, wir haben uns schon richtig verstärkt. Dauert gerade ein bisschen lange. So. Gut, dann, ja, Dankeschön fürs Zusehen. Und viel Spaß noch mit dem nächsten Ding, die ihr macht. Tschüss.